Ich begrüße Sie in der Red Bull Arena. Liebe Fußballfreunde, willkommen zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß. Gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann darf ich dieses Spiel für Sie kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen. Das ist ein Spiel, das die Fans regelmäßig elektrisiert, das sie begeistert und auch für mich eine sehr, sehr interessante Partie. Jetzt geht's los, liebe Zuschauer. Anstoß Leipzig. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Schick! Gehalten, aber der Ball ist weiter gefährlich. Machen Sie konsequent da hinten. Schauen wir mal drauf, wer hier die dominanten Figuren dieses Spiels werden könnten. Gibt nicht wenige, die tippen da vor allem auf Christopher Nkunku. Einer der besten Spieler der Welt, gar keine Frage. Ah, Moment, jetzt knallt es gleich. Chance aus kurzer Entfernung, aber Radetzky sagt, nicht mit mir. Ecke in die Mitte. Den hält er sicher, gar kein Problem. Harmlos, dieser Kopfball. Wird's jetzt gefährlich? Der Schuss jetzt. Parade von Radetzky, Gefahr noch nicht bereinigt. Und jetzt ist diese Szene beendet. Jetzt könnte der Pass kommen. Nkunku. Sie gehen hier schon früh in Führung. Damit haben sie erstmal alles im Griff. Ball geht in die Torwartecke, wir sehen es hier und da werden sich viele fragen, lässt sich dieses Tor nicht verhindern, aber der Ball ist natürlich auch sehr präzise. So, da hätten wir also das 1:0, mal sehen, wie es hier weitergeht. Da haben sie jetzt einige Optionen. Da ist die Chance. Doppelschlag, da ist es. Sie machen gleich das nächste Tor. Und das ist wichtig. Zwei Tore Führung jetzt. Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig in dieser Situation. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau richtig so. Das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Das ist Guardiol.
Schlager. Gute Pässe jetzt. Immer wieder wird der Ball kurz und schnell weitergespielt. Sie liegen hier ja auch vorne. Also klar. Die Flanke auf den Kunku. Fast das Kopfballtor, aber nicht drin. Ah, das ist ärgerlich. Macht alles richtig bei diesem Kopfball. Eine super Technik, aber am Ende geht der Ball knapp am Kasten vorbei. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Der Schiri stand gut. Bakker. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Kalamatsnodoi. Latte, aber der Ball ist noch heiß. War am Ende dann doch nicht entschlossen genug. Er steht richtig und stellt so den Passweg zu. Gut gemacht. Es ist eine erstklassige Ballbesitzstatistik von RB Leipzig bisher. Und das ist schon klasse, wie sie aus dieser Überlegenheit immer wieder zu guten Chancen kommen. Man führt, man ist auf dem besten Weg, den Sieg einzufahren. Chance für den Konter jetzt. Unnötiger Ballverlust. Trabzova. Robert Andrich. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Nkunku. Das könnte vielleicht was werden. Da hätte er mehr draus machen können. Stattdessen gibt es jetzt Torabstoß. André Silva. Ja, geht gut dazwischen. Vielleicht die Konterchance. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Ball ist weg, aber geht da noch was? Jetzt erstmal Pause. Die erste Hälfte ist vorbei. Ja, gefällt mir richtig gut, was der heute zeigt. Er ist immer wieder enorm gefährlich und hat ja auch schon getroffen. Weiter geht's mit der zweiten Spielhälfte. Leverkusen hat hier noch einen weiten Weg vor sich. Klarer Rückstand für die Bayer 11. Schwacher Ball. Da kommt der Pass. Werner. Großartig, wie Werner das macht. Ein super Tor. Genau diese Tore kennen wir natürlich auch von ihm. Da hat er wieder zugeschlagen. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann lässt sich Timo Werner nicht mehr aufhalten. Aus der Halbdistanz macht er diesen Treffer. Das ist eine gute Szene. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Kerem Hatsnodoui. Schick. Nadim Amiri. Kein Problem hier mit diesem dann doch letztlich harmlosen Ball. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil.
Nkunku. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Er verhindert, dass es da richtig gefährlich wird. Ah, das war zulässig. Christopher Nkunku. Amiri. Da ist der Ball jetzt weg. Da ist die Flanke ins Zentrum. Was für ein Tor! Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Wir schauen noch mal auf den Treffer. Da ist zuerst die Flanke und dann setzt er da diesen Volley an. Das ist perfektes Timing. Das ist eine klasse Aktion. Schönes Tor. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Aber der Ball ist weg. Die Gefahr damit vorüber. André Silva. Leipzig über außen. Amiri. Kurz vor dem Schlusspfiff haben wir hier eine deutliche Führung für die Gastgeber. Da kann nichts mehr passieren, dafür ist der Vorsprung zu klar, zu deutlich. Da glauben selbst die größten Optimisten nicht mehr an die Wende. Da passt er auf, Ball geklärt. Im Spiel jetzt Karim Bellarabi. Der kurze Eckball. Er zieht ab. Blockt den Schuss erstmal ab. Karim Bellarabi. Jetzt können sie es machen. Oh, an den Pfosten geht der Ball. Und dann kommt der Pfiff abseits. Die Abwehr wird sich freuen, dass da nicht mehr passiert ist. Wechsel bei Leverkusen. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Gutes Tackling. Jetzt ist die Kugel weg. Schick. Am Ball jetzt Bellarabi. Da ist die Chance. Da passt der klasse auf. Ecke kommt in die Mitte.
Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Sie machen das Tor, aber ich glaube, das kommt zu spät. Ah, ich glaube auch, wenn das Ding ein paar Minuten früher kommt, dann vielleicht, aber jetzt wird's zu eng. So, hier die Wiederholung. Wir sehen den nachlässigen Befreiungsschlag, halbherzig. Und das wird bestraft und der Ball ist im Tor. Und das ist der Schlusspfiff. Leipzig holt sich hier also den Sieg. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden.